take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt's neuen Content, genau gesagt. Wir haben heute den Mini-Release am Start. Ihr könnt es schon teilweise sehen. Roldan, Sanchez und Merino haben wir am Start als Mini-Release. Die drei Karten schauen wir uns natürlich gleich detailliert auch nochmal im Footbin an. Und außerdem steht heute an, ihr seht schon wahrscheinlich im Titel oder auch im Thumbnail, Arnautovic und Posch, die neue SBC, wenn es darum geht, dass wir eben wieder ein dynamisches Duo-SBC draußen haben. In den Zielen haben wir auch was Neues. Bevor wir aber reinstarten und uns gemeinsam die Content anschauen, lasst sehr gerne wieder 500 Likes gehören wir als Heroes-Freunde. Wenn ihr mal Tech aber unterstützen wollt, könnt ihr das gerne kostenlos mit einem Daumen nach oben, gerne auch mit einem Abo kostenlos auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön an dieser Stelle und Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Die Walli haben wir am Start. Ein Trikot, ein Heimtrikot, das ist die neue Objective-Geschichte für heute. Ja, kann man machen, muss man nicht. 2 Spiele, 3 Tore, 3 Torvorlagen, beliebiger Foot-Modi. Also im Endeffekt machst du es quasi nebenbei. Wie findet ihr das Trikot? Lasst mich das gerne mal eure Meinung diesbezüglich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr einfach eure Meinung da lasst. Für den Algorithmus wäre es nice und ich lese mir immer sehr, sehr gerne durch, was ihr vom Mini-Release haltet, von den frischen SBCs. Hier gibt es ja täglich FIFA 23 Content für euch. Also gerne auf jeden Fall hierbleiben. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Hier sehen wir jetzt unter meiner Facecam Sanchez, Merino und Roldan. Haben wir ja gestern schon besprochen. Sind ja schon lange geleakt worden. Das eben der Mini-Release. Ja, und jetzt gehen wir zu dem SBC-Content. Und der sieht wie folgt aus. Ich habe schon mal zu den Favoriten hinzugefügt. Zum einen haben wir den Puzzle-SBC. Die heißt Grenzenlos. Ganz ehrlich, sie könnte auch Bodenlos heißen, wenn wir ehrlich sind. Die SBC gibt mich nur ein Goldpack zurück. Was da los ist, weiß ich nicht. Sie ist 2 Tage da. Das ist eine typische SBC von, kann man auch, wenn man will, eigentlich die Finger von weglassen. Aber es gibt natürlich die ein oder anderen, die natürlich aus dem Goldpack, aus dem 2 seltenen Goldspieler-Pack oder ein MVP, CR7 oder wen auch immer, ein Rulebreaker ziehen. Also insofern kann man sagen, okay, einfach mal die Chance nutzen, versuchen. Vielleicht ist man einer der Glücklichen oder nicht. Aus solchen Packs habe ich auch schon mal Icons gezogen. Also es ist alles mit dabei. Es ist wirklich alles mit dabei. Ligen brauchen wir auf jeden Fall mindestens 3, genau 11 Vereine, was schon heftig ist, wie ich finde. Mindestens Silber, die Spielerqualität und mindestens 1 seltenen 11 Spieler logischerweise. Also diesmal keine Brickslots. Für ein Goldpack finde ich es schon sehr frech, diese grenzenlose SBC. Meiner Meinung nach eine bodenlose SBC. Das aber auch nur meine Meinung. Dynamische Duo-SBC aber dann. Ein gemischtes Spielerpack bekommen wir da schon mal zurück. Wie schon eben erwähnt, es geht um Arnautovic und Posch. Auch schon seit ein paar Tagen released oder geleakt worden. Weiß ich auch gar nicht, warum EA nichts dagegen tut. Sehr, sehr komisch, dass denen das komplett quasi dran vorbeigeht. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ist sie da, die Arnautovic und Posch-SBC. Im Vergleich zu den nächstletzten dynamischen Duo-SBCs sieht so aus, dass eben jetzt hier auch noch die gleiche Nation vertreten ist. Heißt, beide aus Österreich, beide von Bologna. Und insofern schon mal meiner Meinung nach eine Top-SBC. Aber nicht nur das, wir haben hier 2 Lengthy-Spieler am Start. Sowohl Posch als auch Arnautovic. Schauen wir uns gleich im Detail an mit den jeweiligen Upgrades. Lengthy unterwegs, insofern meiner Meinung nach eine Top-SBC. Also GG an EA von meiner Stelle auf jeden Fall schon mal zu dieser SBC. Finde ich sehr, sehr geil. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, 83er mit einem Team of the Week sind auch bei beiden, sowohl beim einen als auch beim anderen, tatsächlich die einzigen SBC-Segmente oder Voraussetzungen, wenn wir so wollen. Und ganz ehrlich, auch das finde ich völlig legitim. Man könnte jetzt auch darüber diskutieren, warum muss ein Team of the Week mit abgegeben werden und sowas. Aber ganz ehrlich, ist es schlimm, ein 83er Grand Squad mit einem Team of the Week. Wir haben 7 Tage sogar Zeit, Freunde, also insofern eine Woche Zeit mit den ganzen Rewards, die man mitnimmt, absolut keine Probleme. Ich finde die SBC sehr, sehr nice und die beiden Karten gucken wir uns gleich an. Beide mit 83 Tempo, wieder in der Serie A. Wir haben schon Gosens beispielsweise am Start gehabt. Wir haben Destiny Objectives gehabt, also die Serie A bietet jetzt schon sehr, sehr viele. Bernascher, die SBC-Karte schon, das war eine Top-SBC, also die SBC, und generell Objective-Geschichten, was Serie A angeht, bieten auf jeden Fall jetzt schon einiges an. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und insofern auf jeden Fall meiner Meinung nach hier sehr, sehr geiler Top-Top-Content. Ja, und deshalb nehme ich euch jetzt mal eben mit, denn wir schauen uns mal das Ganze jetzt etwas detaillierter an, dem Mini-Release und die dynamische Duo-SBC. Und da haben wir sie beide, oder beziehungsweise insgesamt ja 5 Karten in der Übersicht. Ihr seht zum einen Sanchez, Premier League, Merino, La Liga und MLS wieder. MLS, wir hatten ja Insignia, wir haben ja die Objectives, auch einen geilen MLS-Squad. Kann man sich da auf jeden Fall jetzt zurechtbauen, wenn man denn so möchte. Und SBC-mäßig Übersicht hier nochmal wunderbar. Haben wir, wie gesagt, die beiden SBC draußen. Limitless, wie gesagt, meiner Meinung nach bodenlos, auch 92% der Daumen runter. Warum Goldpack? EA, warum Goldpack?
nimmt einfach solche Packs einfach aus dem Rewards-System raus für dich, ist meine Meinung. Ja, mach doch zumindest ein 25k-Set immer in die Rewards rein, auch für die dynamische Duo-SPC. Ein Mixed-Players-Pack. Warum ist das kein 25k-Set, kein 35k-Set, Mega-Pack, warum nicht? Ja, fände ich besser. Die Football-Community ist so ein bisschen zwiegespalten, sage ich jetzt mal. 46% zu 54%, sogar eher ein bisschen nach unten, die SPC bei der dynamischen Duo-SPC. Gehe ich jetzt nicht ganz mit. Vielleicht ist hier schon Meinung zu Football. Ich bin mal, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Might be good, this one can afford. Ja, also ich finde es auch gut. Content has been awful. Also ganz ehrlich, Freunde, was ist an dieser SPC schlecht? Also da gehe ich mit den Football-Leuten definitiv nicht mit. Und sag eher, ist eine Top-Geschichte. Gehen wir zum Mini-Release und gehen dann gleich weiter auf die SPC ein. Sanchez, ja, da sind wir übrigens dann, da sind wir dann wieder bei der Alaba-Geschichte vor zwei Wochen, ich weiß schon, wann sie rausgekommen ist, doch, vor einer Woche war es. Ich hab's euch gesagt, es werden noch einige Innenverteidiger lengthy kommen. Da habe ich euch gesagt, markiert mir oder merkt euch meine Worte. Ja, und er ist jetzt wieder ein bestes Beispiel dafür. Ein Sanchez, 80 Pace, 87 Def, 86 Physis, mit einem Shadow, leckerer 88 Pace, mit einem Encore. Sieht er natürlich auch brutal aus mit den Def und Physis Upgradern, 91 Physis, 93 Def. Also Freunde, ganz ehrlich, das ist eine Top-Geschichte. Gebt euch die Links mit Spurs, Premier League, also ganz ehrlich, not bad. Und dann haben wir noch den Kolumbien-Link, wenn ihr denn zum Beispiel Falcao mitgenommen habt oder so, vielleicht ja auch da, oder Suarez, die dynamische Duo-SPC, also Kolumbianer, die kommen langsam, Diaz bekommt die ein oder andere Special-Karte, diesen FIFA-Teil aber bestimmt auch noch, also ganz ehrlich, hier haben wir schon mal Top-Mini-Release-Spieler, ganz, ganz klar. Gehen wir weiter zu Merino, der natürlich ein bisschen tiefer, was das Ganze angeht, aber hier, Upgrade-mäßig sehen wir auch hier, Schuss, leichtes Downgrade, ja, wenn man es denn so bezeichnen möchte. Vor allen Dingen Pace bekommt da oben drauf und kostet jetzt auch nicht so viel. Für mich, wie gesagt, der sehr, sehr gute Allrounder für wenig Geld. Ich meine, wir haben schon über Marc gesprochen, übrigens auch eher längst hier unterwegs, wenn wir denn je nach dem Chemistry-Style auf ihn anwerten, drauf tun. Encore beispielsweise, sieht das nicht geil aus. Also ganz ehrlich, bisschen offensiver, vielleicht einen Hawk machen, den Schuss dann doch boosten. Mit 90 Physis dann, also hier der zweite Lengthy-Spieler. Und dann haben wir Roldan, der ist jetzt nicht Lengthy, auch nicht im Chemistry-Style, aber er kann einige Positionen spielen. ZM, Mittelstürmer rechts, sowohl rechter Flügel als auch RM, hat vier Sterne. Und sein Upgrade, ich meine klar, von 75 hoch, ist natürlich auch massiv. 14 Schuss, 9 Pace, 6 Passen, 4 Dribbling. Downgrade dann bei Dev, interessiert es ein Offensivmann, dass er einen Downgrade bei Dev kriegt? Nein, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. FIFA gibt da gute Downgrades auf, in meiner Meinung nach auf jeden Fall, unrelevante Stats. Insofern finde ich das sehr, sehr gut. Ja, und hier haben wir den nächsten guten MLS-Spieler, der, guckt euch das an, wirklich Abstoß ist. Also 11.000 Münzen, der ist jetzt eben rausgekommen vor ein paar Sekunden und er ist jetzt schon mal 11.000 Münzen. Ganz ehrlich, wir gehen mal kurz in die Major League Soccer. Guckt euch das mal an. Da kann man doch einfach richtig geilen Fun-Squad mit den Objectives, also ganz ehrlich, mit den Grundlagenspielern, einfach nur geil. Ja, und dann kommen wir zu den nächsten Lengthy-Spielern. Also ich bin mal gespannt wirklich, wie viele Lengthy-Spieler am Ende von FIFA rausgekommen sind durch SPCs und Objectives. Es werden einige sein. Gerne auch durch die ganzen Promos noch mitgerechnet. Müsst einer mal mitzählen. Jetzt sind erst ein paar Wochen drin, hier mit 3 Wochen drin im Game. Müssen wir mal anfangen, eine Liste zu führen. Ganz ehrlich, ja. Also, Lengthy haben wir auf jeden Fall einige Möglichkeiten, sowohl mit Encore und Shadow den Posh ordentlich zu boosten. Hier würde ich wahrscheinlich tatsächlich mit dem Shadow gehen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, Encore oder Shadow, eins von beiden. Ich würde wahrscheinlich, 90% sagen hier auch, Shadow draufpacken. Einfach um das Pace mitzunehmen, ja. Der hat eine komische Aufteilung, was Tempo betrifft, 77 zu 87, 10 Punkte Differenz. Deshalb würde ich wahrscheinlich hier eher auf Shadow gehen. Ja, und upgrade-mäßig können wir uns das anschauen, ja. Sieht sehr, sehr geil aus. Schaut's euch an. 11 Schuss, 10 Passen, 8 Pace, 10 Dribbling. Und dann nochmal 12 Physis vor allen Dingen, 15 Ausdauer, 6 Def dazu. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und dann haben wir die offensive Arnautovic-Karte. Und guckt euch das mal an. 18.000 pro SBC. Ihr werdet 100% durch die Team of the Week, SBC, Team of the Weeks bei euch im Verein haben. Ihr habt 100%ig 83er Graden Squad bei euch im Verein. Und wenn nicht, dann zumindest, nachdem ihr jetzt eure Food Champs vielleicht am Donnerstag dann eure Division Rival Awards geöffnet habt. Insofern, das sind SBCs, die eigentlich, ja, ich will es nicht sagen, aber im Endeffekt schon. Im Endeffekt ist es eine SBC, die fast schon
bei dem Preis definitives Muss ist. Ja? Und hier kommen wir dann zum nächsten Lengthy-Spieler mit einigen, also der ist schon so, wie gesagt, Lengthy, mit einigen Möglichkeiten im Chemistry-Style jetzt noch was zu machen. Deadeye, wenn man denn nicht so auf Pace geht, ist ja nicht so wichtig dementsprechend, laut dem neuen FIFA-Teil. Aber was ich hier sehr, sehr nice finde, wie gesagt, bis auf Death haben wir hier Stats, die weit über 80 sind. Wir haben 4 Sterne, 4 Sterne und das ist top. Das ist einfach top. Also da kannst du halt einfach nicht meckern. Da kannst du nicht meckern. Gerne auch einen Hunter drauf, Pace und Schuss, weil es quasi so ein Stürmer braucht. Ordentlich pushen, ja. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Also da kann ich absolut nichts gegen diese Karte sagen, wenn wir uns das Upgrade anschauen, natürlich nicht so massiv wie jetzt bei Posch, weil der 75er ist, aber nichtsdestotrotz für das Geld, Preis-Leistungs-Verhältnis top und meiner Meinung nach Top-Content, sowohl der Mini-Release als auch die dynamische Duo-SBC, also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein fettes GG an EA und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir jetzt noch mein Preview-Pack auf, wenn es denn schon da ist und dann schauen wir da kurz rein in den Shop. Oder auch nicht. Vergesst nicht, euer Preview-Pack-Friends geht da rein. Ah ja, wir haben es am Start. Pro-Packs sehen wir kurz rein. Da ist nichts Neues. Die Plus-Packs sind weg. Und dann jetzt noch last but not least das Preview-Pack. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst sehr, sehr gerne Liebe da. Freunde, Dankeschön für euren Support. Tagtäglich kommt gerne rum. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und lasst uns die 500 Likes heute voll machen. Den Lord wird es jetzt hier. Mal gucken, ob er ein profitables Pack ist oder nicht. Nein, leider nicht. Also, oh, wir haben zumindest aber, ja, nee, da kommst du nicht raus, da kommst du nicht Profit raus, Freunde. Das soll's gewesen sein. Wir sehen uns morgen, euer Flo von Archie Gaming. Und hier könnt ihr jetzt gerne meinen Weekend League Grind euch mal gemeinsam anschauen. Der Livestream hochgeladen von Twitch. Wenn ihr Bock drauf habt, klickt gerne drauf. Und sonst bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.